Der Osterhase ist kein Weihnachtsmann. Aber falls er doch auch Päckchen mit Geschenken verschickt, dann mag es dieses Mal zu Ostern nicht nur lange Ohren, sondern auch lange Gesichter geben. Denn DHL streikt. Beim Paketservice der Post sind allein in Berlin heute 36.500 Pakete und 135.000 Briefe liegen geblieben. In Reinickendorf, in Ahrensfelde, Köpenick, Neukölln und Marzahn wurde nicht ausgeliefert. Statt Pakete auszuliefern, geht er heute zur Agentur für Arbeit. 4 Jahre lang war er bei der DHL angestellt, bis gestern, jetzt der Schock, kein Anschlussvertrag, nur ein Angebot beim Tochterunternehmen DHL Delivery zu wesentlich schlechteren Konditionen. Er will unerkannt bleiben, spricht aber trotzdem mit uns. Ich bin sehr enttäuscht. Wenn man mehrere Jahre seine Arbeit gut macht und wenn man krank ist und trotzdem arbeiten geht, weil der Chef sagt, denk an deinen Vertrag, dann ist das jetzt ein richtiger Schlag ins Gesicht. Wie dieser Betroffene bekommen die meisten Mitarbeiter der DHL, deren Verträge nun auslaufen, nur noch Angebote von DHL Delivery. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi verdienen sie dann 3.500 bis 4.000 Euro weniger pro Jahr bei mehr Aufträgen. Nach Abendschau-Informationen haben bereits 350 Mitarbeiter diesen Vertrag unterschrieben, notgedrungen. Weiteren 1.000 Mitarbeiter droht das gleiche Szenario. Verdi will das verhindern und ruft heute deshalb zum Streik auf. Versammlung in der Urania. Die verbliebenen Mitarbeiter der Post verlangen zusätzlich eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 36 Stunden pro Woche bei gleichem Lohn. Warum so eine hohe Forderung? Wir kompensieren damit eigentlich den Vertragsbruch, den die Post AG begangen hat. Und zwar haben wir einen Vertrag zum Ausschluss der Fremdvergabe von Zustellleistungen. Laut Verdi dürfe die Post nicht mehr als insgesamt 10% ihrer Zustellungen auslagern. Wir haben das von Juristen prüfen lassen. Wir haben die Antwort erhalten, dass wir keinen Vertragsbruch begehen und begangen haben. Wir können das nicht im Mindesten nachvollziehen. Aufgrund des Streiks würden heute 5 Stadtbezirke nicht beliefert. Pakete türmen sich in Zustellbasen. Nichts Neues. Denn seit DHL Delivery übernommen hat, kämen Lieferungen in Berlin noch unzuverlässiger an. Mitarbeiter seien nicht ausreichend angelernt und dazu überlastet. Durch den Zeitdruck und die vielen Pakete ist es nicht möglich, bei jedem Kunden zu klingeln. Wenn es 200 bis 250 Pakete täglich sind, schafft man es vielleicht bei 100 bis 150 Leuten zu klingeln. Aber dann ist die Kraft am Ende. Bei den anderen werde nur eine Benachrichtigungskarte eingeworfen. Abholen muss dann der Empfänger selbst.